Vor Hunger! 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 Verehrter Herr und König! So hört die schlimme Geschichte. Am Montag aßen wir wenig. Am Dienstag aßen wir nichts, am Mittwoch mussten wir darben, am Donnerstag litten wir Not und ach, am Freitag starben wir fast den Hungertod. Drum lass am Samstag backen, das Brot fein säuberlich, sonst werden wir sonntags backen und fressen, o König, dich! Sie sitzen am Webstuhl und fletschen die Zähne. Altdeutschland, wir weben dein Leichentuch. Wir weben hinein den dreifachen Fluch. Ein Fluch dem Gotte, dem Blinden, dem Tauben, zu dem wir gebetet mit kindlichem Glauben. Wir haben vergebens gehofft und geharrt. Wir haben uns geäfft und gefoppt und genarrt. Ein Fluch dem König der Reichen, der unser Elend nicht konnte erreichen, der uns den letzten Groschen erpresst und uns wie Hunde erschießen lässt. Ein Fluch dem falschen Vaterlande, wo nur gedeihen Lüg und Schande, wo nur Verwesung und Totengeruch. Wir beben, wir beben, wir beben. Ein Deutschland, wir beben dein Leichentuch! Ich werde kurz sein, am Tage, wo alle Herzen voll sind. Ja! Ich werde schlicht sein, denn ich rede zu allen. Ja! Ich werde wahr sein, nur für die Wahrheit ist dieser Redestuhl errichtet. Ja, ja! Wer reden will in dieser Zeit der Völkergeburten, der rede frei und offen wie des Himmels Sonne. Diener der Gewalt mögen im Finstern schleichen. Der Patriot aber, der sein Vaterland liebt und die Freiheit liebt, wer die Menschenwürde trägt im Busen, der tritt in seiner eigensten Gestalt auf. Ja! Vaterland, Freiheit, ja, ein freies deutsches Vaterland. Ja. Dies sind die Worte, deren Donnerschall durch alle deutschen Gemarken dringt. Den Verrätern der Nationalsache die Knochen erschüttert, die Patrioten aber anfeuert und stählt im heiligen Kampfe, im Kampfe zur Abschüttelung innerer und äußerer Gewalt. Der Bundestag in Frankfurt übernimmt die Karlsbader Beschlüsse. In allen deutschen Landen werden fortan die Burschenschaften an den Universitäten überwacht werden. Alle Schriften unter 320 Seiten sind der Zensurbehörde vorzulegen. Alle längeren Druckwerke können einer Nachzensur unterzogen werden. Alle Tageszeitungen unterliegen der Zensur. Damit kriegt ihr uns nicht klein. Ja! Was machen wir mit Flugschriften? Ja! Plakate! Ja! 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 Ob wir rote, gelbe tragen, hellere oder diese tragen, Stiefel tragen oder Schuh. Oder ob wir Röcke nähen, unsere Schuhe in Drähte drehen, das tut nichts dazu. Oder ein Tor rein.
ein Literaturzirkel. Oder! In den Vereinen sind wir demokratisch. Der Arbeiter und der Professor gelten gleich. Wir diskutieren und singen über die Republik. Die Köpfe rauchen, die Pfeifen auch. Wir üben schon für die Demokratie. Ich würde mal sagen, dass mir Nationalitäten eigentlich relativ egal sind. Sowohl meine eigene als auch die meiner Mitmenschen. Aber ich finde es wichtig, sich mit der Geschichte der eigenen Nation zu befassen. Besonders, wenn es ums Aufstellen und Schwenken von Flaggen geht. Mich stört es absolut nicht, Flaggen vor politischen Gebäuden zu sehen. Aber ich finde es sehr seltsam, sie anderswo zu sehen. Weil erstens, ich weiß, in welchem Land ich bin. Und zweitens, muss das? Auf mich wirkt es einfach übermäßig stolz im Hinblick auf die eigene Nationalität. Gemeinde. Die Geschichte aller Zeiten hat gelehrt, wer vergisst, an seine Rechte zu denken, der wird auch vergessen. Wird vergessen. Schon der Anblick der weiblichen Gestalt lehrt, dass das Weib weder zu großen geistigen noch körperlichen Fähigkeiten bestimmt ist. Es zieht die Schuld des Lebens nicht durch Tun, sondern durch Leiden ab. Sie sind selbst zeitlebens große Kinder. Eine Art Zwischenstufe zwischen dem Kinde und dem Manne, welcher der eigentliche Mensch ist. Das heißt, die Unmündigkeit und das Verbrechen zu begünstigen. Die eine Hälfte der Menschheit wird als Unmündige und Kinder erklärt und von der anderen ganzen gar abhängig gemacht. Das ist nur sittenlos. Sittenlosigkeit und Verbrechen? Oh.
Nation. Nation bedeutet für mich so viel wie Zusammenhalt und Zugehörigkeitsgefühl. Dieses Gefühl hatte ich noch nie. Als ich klein war, versprach mir dieses Land Sicherheit, Akzeptanz und Toleranz. Doch schon in der 4. Klasse ließ man mich wie eine Fremde in meinem eigenen Haus fühlen. Ich fühle mich so, als ob ich nicht das Recht habe, mich das eine oder das andere zu nennen. Ich meine, schließlich bin ich hier nicht deutsch genug und dort schon wieder zu deutsch? Und dabei habe ich die Sprache gelernt, das Essen gegessen, die Filme gesehen und den größeren Anteil meiner Identität zurückgelassen. Nur um als Antwort Xing Shang Shong zu bekommen, wenn ich stolz über meine Ethnizität und das Land, in dem ich geboren wurde, erzähle. Als wäre meine Identität ein reiner Witz. Hast du gedacht, dass es hier in London so warm sein kann? Karl, das ist kein Schweiß. Das ist dieser allgegenwärtige Regen in London. Oh. Siehst du was? Ich meine, kannst du irgendwas erkennen? Nee, nicht wirklich. Jetzt wärst du wohl doch lieber in Deutschland, was? Ins Exil, als weiterhin der verarschten Arbeit im Familienbetrieb nachgehen zu müssen. Ein paar Tage auf der Fabrik meines Alten haben mich dazu gebracht, mir diese Scheußlichkeit wieder vor die Augen zu führen. Erst recht, als der Alte mich nach Manchester schickte. Wer aus Manchester nicht als Kommunist zurückkehrt, der hat kein Herz. Schon gut, schon gut. Ich hab's ja verstanden. Komm. Anfangen. Friede den Hütten, Krieg den Palästen, es wird gefährlich in Europa. Boring. Selbst die Autoren der Originale sind schon tot. Das sind jetzt aber echt die Eulenkamellen. Hat Jenny nicht irgendetwas Griffiges geschrieben? Jetzt müssen wir das Ganze noch als Manifest verfassen. Sollte doch eine leichte Fingerübung für Sie sein, Herr Marx. Die werden sich noch wundern. Die werden sich noch wundern. Besonders der Weidling. Der ist ja eher so ein Gemäßigter. Fritz, guck mal da! Wo? Was ist denn da? Da, da schon wieder! Was denn zum Teufel? Ich sehe nichts bei diesem Nebel. Fritz, jetzt schau doch da! Was denn? Ein Gespenst geht rum in Europa! Das ist es! Das ist es! Alter, sehr krass! Ein Gespenst geht um in Europa! Wie du meinst? Du meinst als Anfang? Als erster Satz? Exactly! Ein Gespenst geht um in Europa! Ein Gespenst geht um in Europa! Ein Gespenst geht um in Europa! Das ist es. Fritz. Ein Gespenst geht um in Europa. Das Gespenst des Kommunismus. Alle Mächte des alten Europa haben sich zu einer heiligen Hetzjagd gegen dieses Gespenst verbündet. Der Papst und der Zar, Metternich und Guizot, französische Radikale und deutsche Polizisten. Das ist richtig gut. Der Papst, der Zar, Metternich und Guizot. Als Ghostbusters. Das könnte sich durchsetzen. Deutschland. Deutschland ist für mich ein Privileg. Krankenkassen, Bildung, Demokratie. Deutschland ist ein Privileg für Privilegierte. Privatversichert, Alltagsrassismus, 13 Millionen Armut. Nazis, Totschweigen, Generalamnesie, AfD bis zu 25% im Landtag? Nichts gelernt? Kindheit,
Struwwelpeter, Zimtschnecke. Berlin bis zur Ostsee. Warmer Sommer, Winter bald ohne Schnee. Nationalstolz ist dumm und Landesgrenzen sind nur ein Konzept. Man auch die Priester sagen: In unserer Barmherzigkeit umfassen wir alle Menschen in gleicher Weise. Wir sind an kein Land und keine Regierung gebunden. Wir sind zu einem einzigen Volk von Brüdern vereint. Und die Priester sahen sich die Ungerechtigkeiten an und sagten dazu: Unser Reich ist nicht von dieser Welt. Die Erde ist nur eine Stätte der Pilgerschaft. Unser ist der Geist der Milde und der Geduld. Und so zwangen sie den Armen den letzten Spargroschen ab. Und richten es sich wohlig ein zwischen ihren Schätzen und schmatzten und zechten mit den Fürsten. Und zu den Hungernden sagten sie: Leidet! Leidet so wie jeder dort am Kreuz, denn so will es Gott. Legt die Hände gen Himmel und ertragt schweigend das Leid. Und betet für euren Peiniger. Denn die Gebete und Segnungen seien eure einzigen Waffen, auf die euch das Paradies zuteilen werde. Amen. 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 Was ist Nation eigentlich? Welche Bedeutung spielt Nation für einen einzelnen Menschen und ab wann gehört jemand zu einer Nation? Spielt Nation überhaupt eine Rolle? Für mich ist es sehr schwer zu sagen, dass ich zu einer Nation gehöre. Denn als Ausländer fühlt man sich oft weder im Heimatland noch im eigenen Land zugehörig. Dort sagen meine Verwandten, dass ich schon einen Akzent in meiner eigenen Muttersprache entwickelt habe. Und hier wurden mir durch meine damalige Sprachbarriere viel zu viele Steine in den Weg gelegt, um behaupten zu können, ich wäre deutsch. Deshalb, weil ich fühle mich einfach nicht deutsch und ich will auch nicht deutsch sein, kann ich mit diesen ganzen Nationalflaggen nicht so viel anfangen. Sie fordern eine Verfassung. Sie üben sich im Widerstand. Sie rauchen in aller Öffentlichkeit. Nein, wirklich? Wagen es zu rauchen? Rauchverbot. Es war schon immer leicht, in Preußen Widerstand zu leisten. Zwischen mich und mein Volk soll sich kein Blatt Papier drängen. Aber wir geben ihnen Zugeständnisse. Das sollte sie befrieden. König will, dass Pressefreiheit herrsche. Ja! Der König will, dass der Landtag sofort einberufen werde. Ja! Der König will, ja! Viele Soldaten ab! Militär zurück! Militär zurück! Militär zurück! Militär zurück!
Hoch den Rochen! Ja, auch das Rauchen! Auch im Tierjagd! Ja, auch im Tiergarten darf geraucht werden! Ja, dann können wir ja zu Hause hin! Gleiche politische und bürgerliche Rechte für alle Glaubensbekenntnisse. Preußen geht fortan in Deutschland auf. Für mich steht Nation für Zusammenhalt. Eine Nation ist für mich ein Zuhause, ein Ort oder ein Land, an dem ich mich wohlfühle. Ein Ort, wo ich die Sprache verstehe, die Bräuche kenne und letzten Endes einfach das Essen gerne esse, weil ich es schon immer zu Hause gegessen habe. Eine Nation bietet einen Rückzugsort. Sie bietet die Möglichkeit, mit der Masse zu verschmelzen, ohne sich Gedanken über sich selber machen zu müssen. Aber eine Nation bietet auch die Gefahr, durch ein Verbrechen eines Menschen durch den Dreck gezogen zu werden. Es ist wie zu begreifen, dass tausende Menschen deiner Nation andere unschuldige Menschen im Namen deiner Nation umbringen und andere ebenso dies für gut heißen im Namen der ganzen Nation. Vor ein paar Jahren konnte ich noch behaupten, stolz auf meine Nation zu sein, mit Stolz dahinter zu stehen, woher ich herkomme und wer ich bin. Heute habe ich das Gefühl, mich für meine Nation rechtfertigen zu müssen. Ich habe das Gefühl, hintergangen worden zu sein. Ich fühle mich nicht mitschuldig, aber ich trage Konsequenzen von etwas, was ich nie tun würde, wozu ich nicht fähig bin und womit ich nichts zu tun habe. Das ist eine Nation, eine Familie, ein Zuhause, eine Gemeinschaft, ein Kartenhaus, dessen Zusammenhalt von jeder einzelnen Karte abhängt. Ein Himmel, der durch das Verbrechen eines einzigen Menschen zur Hölle werden kann. Hoch sein sieggewohntes Heer!
Mit der Friedenspfeife im Mund geht's ins Bierhaus auf die Wacht. Trinkt man bis zur Mittagsstunde und dann Freiheit, gute Nacht!